Ja, leichten Schlag haben wir, sehe ich. Sieht ein bisschen fleckig aus, aber ich hab's nicht besser hingekriegt. So. Was war das? Tag. Neuer Tag, neues Glück, neues Hockeneis habe ich bestellt. Habe ich abgeholt. Die haben sich natürlich entschuldigt. Kann aber passieren, Leute. Ich war nicht sauer, habe die Fahrt genossen, weil ich damit gefahren bin. Du hast mir ein Kennzeichen besorgt. Ich habe die noch nicht gezeigt. Die nehmen? Ja, hast du jetzt gezeigt. Okay. KF23, ich frage mich jetzt. Weil Einosch hat einfach die Kennzeichen für mich gemacht. KF, Kfz-Fuzis oder Kack-Fahrzeug. Ich weiß nicht, was du da meinst. Und die 23, meinst du ja 23 oder... Weil ich die 23 liebe. Du magst die 23 deswegen. Gäb's jetzt 11 oder 23 oder die 7 hätte ich einer von denen genommen. 7? Nein, 11. 11 liebe ich und 23. Mit 23 bin ich geboren, 11 habe ich immer als Fußballnummer. Musst du die Bremse wieder einbauen, die alten erstmal? Oh nein. Ja, ich musste damit fahren. Ich habe ja Probleme mit meinem Zeh und ich kann keinen Gang fahren. Ich brauche den Automatik. Und weil du ja den Skoda hattest. Ja. Gab es nur noch den. Hey, hallo, wo sind wir hier? Hoschgeld ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe Trockeneis besorgt. So. Ich habe da extra noch mal gefragt gehabt, man soll das sofort bearbeiten, sagt man. So sieht das aus. Guck mal hier. Nach ein paar Tagen könnt ihr das Ganze nicht mehr bearbeiten, dann ist das echt zu weich, das Material, und dann habt ihr überhaupt keinen Effekt. Das heißt, wir werden die Bremssattel da sauber machen und danach lackieren. Okay. Aber was für eine Farbe, verrate ich nicht. Was für eine Farbe würdest du denn nehmen? Ich weiß nicht, rot nimmt jeder. Gelb würde mich interessieren. Spureinstellung habe ich auch schon gemacht, aber wir werden nochmal eine feine Einstellung machen. Es ist okay, es ist super, aber ich werde dir nochmal die unteren Quellen einmal lösen und nochmal festziehen. Dabei wird die Spur 100% verstellt. Die Bremsen und so sind immer noch top, obwohl da überhaupt nichts drauf ist. Das ist Wahnsinn, der zittert nicht, macht nichts, also es ist schon krass. Ja, aber dann kann es ja noch besser werden. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, alles ist ready. Ja, jetzt stell mal vor, mit so viel haben wir unser V10 sauber gemacht. Ja. Mit so, oh, da war noch was übrig danach. Einstellung 0,5 Bar. Ah, jetzt geht das. Okay. Ja, wir können viel höher drehen. 3. Mann, du bist doch eine Frau. Du musst das doch können. Ich möchte jetzt einen anderen nehmen. Eine andere Düse? Einmal noch für euch hier. Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, wie verrostet das hier Ganze ist. Unser Sattel ist zweiteilig. Hintere Teil ist, glaube ich, Aluminium und der vordere Teil ist Stahl. Der vordere Teil ist richtig angerostet und das hintere Teil, es sieht doch wie neu aus. Das sieht man ja auch, ne? Wie es angerostet ist. Das stimmt. Hier hält der nicht. Deswegen machen wir erstmal das ganz grobe alles weg. Kriegst du mit Trockeneis Rost ab? Ja, Oberfläche kriegst du alles ab. Aber nur du kannst jetzt. Ja, klar, es ist jetzt kein Sandstrahl. Okay. Ne? Aber wir können jetzt so viel Druck machen, dass wir echt einen Salzstrahleffekt haben. Nee, das wollen wir. Das können wir. Wir können ja Material angreifen. Genau, oder? Wir können ja damit zum Beispiel unter Bodenschutz einfach wegmachen, Teer wegmachen.
Guck mal. Oh mein Gott. Oh, haben wir aber gar nicht gehört. Kein Klappern? Kein Klappern, gar nichts. Also fehlt jetzt eine Schelle. Da fehlt eine Schelle. Oh, guck mal, der ist ja auch komplett verrostet hier. Ja. Einfach neu. Wieso machst du jetzt die eine Seite und die andere nicht? Weil man den Effekt besser sieht, Heidusch. Was willst du da sauber machen? Das hier? Da, ja. Möchtest du machen? Hier, Brille. Aber was ist mit Mundschutz? Ja, was denn? Soll ich ohne Atmen? Ja, dann nimm doch Mundschutz. Dann höre ich dir weniger. Was denn? Guck mal, Vollschutz hier. Ich hab's nicht besser hingekriegt. Hey, was hast du gerade gesagt? Du willst das auch zu Hause haben? Ja. Lass uns den wieder runter machen und lass uns den erstmal schön lackieren. Und dann kannst du dich austoben von mir aus dem Hintergrund. Cool Master, echt geil. Also da kann man noch viel machen. Das werde ich aber nach der Zeit herausfinden. Aber das hier zum Beispiel, das fliegt einfach weg, als wäre es nichts, als wäre es wieder neu. Das reicht. Jetzt lackieren wir den sofort drauf. Und dann. Wir machen das nicht ab. Nein, wir machen das nicht ab. Weil so werden wir den ja lackieren, so wie der jetzt ist. Ich hole jetzt die Farbe und jetzt bin ich mal gespannt, was du zu der Farbe sagst. Die schwarzen Felgen bleiben, oder? Ja, zur Zeit ja. Einfach nur Silber. Ich möchte einfach nur, dass es neu aussieht. Mehr möchte ich nicht. So wird das aussehen. Alter, ist das eine geile Farbe. Ich weiß nicht warum, aber ich bin ein Fan von Streichen. Also viele schwören ja auf Lackieren. Hättest du Maler werden müssen? Nein. Du kannst auch Wände streichen. Nein, Wände streichen mag ich nicht. Ich mag Bremse streichen. Du kannst gerne deinen Bremssattel bringen und ich kann dir den streichen. Ich kann das auch gerne anmalen. Ich mag Pinsel. Ja, Trockeneis haben wir noch genug da. Wir machen natürlich noch mein Getränk auch rein. Welches Getränk ist das? Das hier. Das da. Machen wir auch noch rein. Schönes Fett wieder auf. Wow. Ja, erste Schicht haben wir jetzt fertig. Den haben wir auch schön sauber gemacht. Dann sofort drüber. So sehen die fertig lackiert aus. Wenn man von nah kommt, sieht man natürlich ein bisschen Pickel und so, ist aber nicht wild. Wir tun natürlich was für den Rostschutz. Aber jetzt sieht man erstmal, wie groß die Bremsanlage ist. Wahnsinn. So hinten haben wir 330er Bremsscheiben innen belüftet. Hier sieht man schöne Risse. Ja, das sind Risse. Wahnsinn. Überall. Gut, jetzt wechseln wir die Bremsen vorne, hinten. Da kommen vom Phoebe rein. Da haben wir einen riesen Dank schon am Phoebe. Die kommen rein. Bremsen vorne sind eingebaut, alte sind da. Jetzt machen wir den hinteren Teil. Hintere Teil ist ja elektrisch, also brauchen wir hier einen Tester. Ich habe ja den Tester hier beim letzten Video vorgestellt. Autofix, er ist richtig geil. Kann ich euch nur empfehlen. Code ist nur noch ein paar Tage gültig. Packe ich unten noch rein. Eins war unklar. Wenn ihr das Gerät kauft, habt ihr automatisch 2 Jahre Update schon drin. Nach dem Kauf, nach 2 Jahren, dann müsst ihr erst den Update machen. Und das kostet dann halt $219 zurzeit. Aber es gibt immer wieder Rabatt. Bremsbeläge ersetzen hinten. Einfach draufdrücken. Links aufpassen, dass ihr nichts kaputt macht, sagt er. Dann sagt er, ja, 12 Volt. Haben wir nicht in dem Fall. Aber mal gucken, ob es noch klappt. Und Bremsen lösen. Yes. Jetzt haben wir die Servicestellung. Jetzt könnt ihr die Kolben einfach zurückdrücken. Und jetzt können wir das Ganze auch wechseln. Das Ding bleibt jetzt auch an.
bis wir fertig sind und dann drücken wir okay und dann macht ihr eine Grundeinstellung und das Ding ist dann ready. So einfach geht das. These hoes ain't shit. Plotting on a nigga cause he rich. Then wonder why they call you bitch. And if you offended, use a lying ass trick and that's what's intended. I'm coming back with the passion and screaming thug like bitch when my niggas get the blasting. I'm putting hoes on tape and not cause I wanna, but I gotta. The straps gonna scream great. So, Bremsanlage hinten ist fertig. Ich hab noch einen Corsa, den ich auch angemeldet habe und gar nicht fahre. Sever, wie geht's dir? Alles Beste, Sever. Königs Automobil, ihr kennt den von Deeds for Wheels. In der Serie gesagt, der ehrlichste Autoverkäufer, den ich kenne. Ehrlich. Und der fairste, muss ich auch sagen. Habe ich Sever angerufen, habe gesagt, Sever, ich will meinen Corsa verkaufen. Sever hat mir ein super Angebot gemacht und jetzt nimmt er den mit. Du nimmst ja doch mit, ne? Ja klar, ich denke schon, auf jeden Fall. Gut. Ey, guck mal, wie einfach das geht. Zack. Zack, zack. Weg. Deine Firma muss zack weg heißen, so. Zack, zack gekauft. So, also den Corsa, den fahre ich ja gar nicht. Ne? Und der ist viel zu schade, dass er da rumsteht. Ist auch ein Diesel. Passt. Ne? Papiere sind alle da drin. Klimaanlage schon mal kühl. Jawohl. Sonst die Ausstattung ist echt schön. Ne? Ja, also definitiv. 18 Zoll Allwetterreifen. Ich weiß nicht, man sagt ja irgendwie Bipolar oder so. Ich kenne mich da nicht aus. Dann ja, bist du der Experte. Also Corsa kenne ich jetzt auch nicht ganz aus. Ja. Die haben verschiedene Pakete im Markt. Genau. Hast du gekauft? Ist gekauft. So. Ist durch. Fertig. Jetzt kann ich weitermachen. Dankeschön. Gerne. Echt bester ja. Mann. Königs Automobile. Kann ich aber unten verlinken, wenn ihr mal euer Auto loswerden wollt oder Autos kaufen wollt. Du hast den 350Z echt verkauft? Ja, habe ich verkauft. Wie krass, das geschafft. Super Angebot gemacht. Ja, ne? Nach Portugal. Schade, schade, schade. Ich wollte noch unbedingt noch einmal fahren. Also die Folge müsst ihr euch anschauen mit dem 350Z. Das war ja der billigste 350Z Deutschland. Sever, hast du noch was zu sagen? Schöne Grüße. Dann machen wir eben mal den Papierkram und dann weg ist er. Tschüss, Corsa. Ich werde dich nicht vermissen. Ah, das ist ein schönes Auto gewesen. Alles gut. Ja, ich weiß, OBD ist drin, das weiß ich. Muss später OBD rausholen. Muss die Stoßdämpfer auch noch einbauen. Mit Domlager direkt. So sieht das Ganze aus. So, wir brauchen hier nur das hier. Hätte ich auch neu kaufen können. Ich hab's vergessen. Oh. Ja, ja, wir sind ja immer noch nicht fertig, ne? Da kommen ja noch ein paar Sachen. So. Die Seite ist komplett fertig. Reifen drauf? Ne, Reifen noch nicht drauf. Wir werden die Reifen ausdrucken. Werden die bearbeitet oder die bleiben so? Nein, die Felgen werden jetzt nicht bearbeitet. Ich hätte es gerne gemacht, aber das schaffen wir nicht. Mehr. Hier sind zu viele Gewichte, da haben wir hier nochmal Gewichte. Das macht man natürlich nicht. Warum machen die so viele rein? Ja, da stimmt was nicht. Ja, die haben das falsch ausgewuchtet oder die Felge hat einen Schlag. Wir werden jetzt so erstmal auswuchten und dann mal schauen, was er uns sagt. Das einzige Problem, ich habe kein Schwarzmatt da. Das heißt, wir müssen Silbergewichte drauf klatschen. So. Was war das? Das hier. Ja, guck dir das mal an. Der ist ja durch. Oh mein Gott. Ey, das muss ja neu passiert sein. Ich hab das ja gar nicht gehört. Ah, oh, ja. Der ist hier durchgedingst. Ja, ey, machen wir auch. Das hat sich doch zerfressen hier. Kriegen wir hin, Alter. Ich hab doch immer keinen Strick hier. Schweißen. Nein, schweißen wir, ja. Echt jetzt? Warum guckst du so? Das Aluminium, ne? Ja, das Aluminium, deswegen kann man nicht schweißen. So, wir können auch Alu schweißen. Weiß doch nicht ernst jetzt. Nein, ich weiß, das kann man, das sollte man nicht schweißen, das ist mir schon klar. Das schneidest du alles raus, ohne Gerät. Hast du gehört? Ja, hab ich gehört. Ich rede nur so, weil ich das ja nicht weiß. Ich kann das alles rausschneiden, das ist kein Problem. Wow. Also das sieht super aus. Alter, ich geh noch kurz weg. Machen wir noch mal ein bisschen. Die nächsten 13 Jahre hält das. Hier ist er fest, da ist er fest. Schell haben wir drauf. Weil der ist auch nicht mehr der Beste, aber wir brauchen ihn jetzt nicht einmal. Bombe. Musst du da nicht noch was schweißen? Nein, ich muss da nicht schweißen, weil das rum. Nein, ich meine hier diese Löcher zum Beispiel, da kommt nichts durch oder so, ne? Nein, das ist ja der extra ist richtig drin, ne? So. Ja, ich frage ja nicht, ich kenne mich ja nicht aus, ich frage ja, nur, also, weil ich das wissen will. Ich habe letzte Woche mit Mechanik angefangen, also letzte Woche habe ich das war ja auch kein Vorwurf. Gut, dass sie mitfährt, weil die denkt, dass wir da irgendwo wegen so einer Schelle da liegen bleiben.
Ehrlich, die hat Panik. Ich so, weißt du, was sie mich immer fragt? Ey, damit können wir aber in die Türkei fahren, ne? Also wir haben da keine Probleme, ne? Soll ich mal diese Versicherung ich machen? Ich habe bisher diese keine guten Erfahrungen gemacht. Dreimal versichert. Und was jetzt? Ist das hier? Abschlussbildung. Oh. Den wir hoffentlich nicht brauchen werden. Alles gut. Ich habe das Gefühl, der zittert mir ganz leicht, aber das könnte ja auch gewesen sein, weil die Gelenke halt ausgeschlagen waren oben. Eine Frage. Kriegen wir neue Reifen? Die Reifen sind gut, mach dir erstmal keinen Kopf. Sind keine alten oder so, ne? Nee, die sind 4 Jahre alt. Ist das nicht viel? Also ich glaube, wenn ich einen Neuwagen hätte, da hättest du, glaube ich, was gemeckert, ne? Wahrscheinlich, ich bin doch der Skeptiker. Ja, merk ich schon. Du kannst immer noch fliegen, ne? Ja. Ich will, dass der wie auf den Schienen fährt, so. Verstehst du? Gleiten. Kein Zittern, nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, leichten Schlag haben wir, sehe ich. 15. Dass wir so ganz leichten Schlag haben. So ganz leicht. Ist nicht wild. 5 und 10 ist okay. Wow, der ist super. Der rollt perfekt. Aber 20, 30. 30 Gramm, sagt er hier. Und 20 Gramm dort. Das Problem ist, wir sind genau gegenüber. Das heißt, wir könnten hier Gewichte rausholen. Nehmen wir mal 20 ab. Und dann schauen wir mal. Also das ist, also dieses Auswuchten ist manchmal wie Mathematik. Ja, also ich check das gar nicht. Für mich ist das alles nur Bahn. Also ich mache das seit 30 Jahren, ich mache das seit 20 Jahren, ich check es immer noch nicht. So, jetzt haben wir 15, 20. Also wenn wir nochmal hier 5er wegnehmen. Und der läuft sehr rund. 5, 0. Perfekt. Den werden wir nach vorne setzen. 10, 15. Könnten wir lassen. Ich nehme jetzt hier einmal mal 15 raus. Aidosch. Deswegen nicht sofort die Gewichte rausholen. So, Aidosch, jetzt haben wir 5, 5. Perfekt. Ich sag, so kann man es lassen. Also so kann man es lassen. Muss nicht nur 0, 0 sein. Genau. Ja, Reifen ist auch schön gerade. 10, 10. Könnten wir so lassen. Wir schauen einmal mal, ob er die Gewichte wieder klaut. Hier klaut er die Gewichte wieder. Hier würde ich mal 5 wegnehmen. Also haben wir 5, 5 weggenommen. 10, 10 hat der. Und mal schauen, ob wir auf 5, 5 runtergehen. Aber ist gut. Bis auf die Felge hinten, also die erste Felge, die war echt ein bisschen leicht. Hier, 5, 5 haben wir. Das ist Mathematik. Ich verstehe das immer noch nicht, aber egal. Oder vielleicht habe ich es verstanden. Ich weiß es nicht. Ja, ich komm, du musst hier von hier schauen. Okay, der ist jetzt ein bisschen höher, ne? Ist ja klar. Der war die ganze Zeit auf der Bühne. Bremsen sieht doch schon cool aus. Auf jeden Fall. Ich finde das auch voll schön. Silber ist richtig gut. Also ich habe echt nicht mit Silber gerechnet. Ja. Diese 3 Powerbanks werde ich verlosen. VTO-Man, Vito-Man. Wir werden das natürlich im nächsten Video einmal testen. Da zeige ich euch das Ganze. Wie könnt ihr das Ganze gewinnen? Ganz einfach. Was für eine Marke Querlenker und was für eine Marke Bremsen habe ich hier verbaut. Hashtag die Marke. Zusammengeschrieben. Und dann suche ich 3 Leute aus. Bitte antwortet schnell, damit ich die ganzen noch vor dem Urlaub Zeug schicken kann. Hashtag die Marke. Mehr möchte ich nicht wissen. Wir gehen auf die 50.000 Abonnenten zu. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach Abo gönnt. Ne? Lasst die 50.000 endlich mal voll machen. Da würde ich mich freuen. So, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzentrum. Bis dann. Ciao. Aidosch, Dankeschön. Bitte.